Hallo. Und herzlich willkommen. Ich muss hier gerade noch ein ganz klein wenig einstellen. Warum kann ich das nicht aktivieren? Okay. Ja, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von... Okay. Von... Ja. Von Lies of P. Mich wundert es gerade ein bisschen, dass das hier nicht angezeigt wird. Das ist... Hier ist es an. Gut, wir gucken kurz mal ran. Bewegungsunschärfe machen wir aus. Dinge, die ich absolut nicht mag. Angriffsrichtung umschalten. Da. Okay, das sieht soweit gut aus. Kamera. Kamera wackeln machen wir aus. Das ist nämlich immer gruselig. Oder viele vertragen es auch tatsächlich nicht. So, Musiklautstärke. Machen wir mal so. Mal gucken, wie es allgemein so ist. Das passt alles. Das würde ich tatsächlich auf... So mal lassen. So, damit haben wir die Einstellungen durch und starten, denke ich, auch mal direkt ins Spiel. Ja, Lies of P erscheint am Dienstag, glaube ich. Und jetzt bin ich gerade mal still. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Ah, ja, wir spielen Geppettos Puppe, also Pinocchio. Er sieht aber recht menschlich aus. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir hier eigentlich alles machen können, dürfen, sollen. Wie gesagt, das Spiel erscheint am Dienstag, glaube ich. Ich kann es jetzt schon spielen, weil ich die Deluxe ist es, glaube ich, Version. Das sind Ersatzteile von uns. Die Deluxe-Version gekauft habe. Ja, und damit auch das Recht, es 3 Tage vorher spielen zu dürfen. Ja, ich bin mal sehr gespannt drauf. Der Trailer sah sehr gut aus, fand ich. Ist, glaube ich, eher Richtung bisschen Horror. Also Horror-Story-Game so irgendwie. Wir gucken mal. Was können wir denn hier alles Feines machen? Nix anscheinend. Interagieren mit. Mit was kann ich denn hier interagieren? Ah. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Okay.
Gürtel benutzen. Wähle den oberen Gürtel aus, wähle den unteren Gürtel aus. Und R-Gürtel-Item, also das ist wohl unser Inventar. Rüste Items und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. E für Zusatztasche gedrückt halten. E plus Dings, Gegenstand benutzen. T ist der Arm, G, Waffenhaltbarkeit. Und mit G kann ich durch, oh, Waffenhaltbarkeit, und das ist eine Lampe? Okay, Control ist linker Stahlarm. Okay. Mit was konnte ich denn interagieren? Oh, das war die falsche Taste. So. Hier kam noch eben mal interagieren, aber mit was? Ah, da muss ich noch ein bisschen... Wir gehen einfach mal weiter. Tür öffnen. Let's get you out of there. Find something that might help. Sind wir hier in einem Zug? Das sieht fast so aus, oder? Da leuchtet was? Nee, ist eine Art. Doch, das könnte ein Zug sein. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. Okay. It'll be helpful on your way to the hotel. Okay. Wähle einen Kampfstil. Vater Grille, Ausgewogenheit. Pfad des Bastards, Geschicklichkeit. Pfad des Sweepers, Stärke. Was ist jetzt? Was hat jetzt welchen Vorteil? Ich nehme mal Geschicklichkeit, glaube ich. Ah, okay, hier sehen wir's. Ausgewogener Kampfstil mit Kraft und Geschwindigkeit. Vitalität Stärke 7. Vitalität 9. Maximale Ladung 8. Entschlossenheit 9. Technik 9. Fortschritt 7. 283 Lebenspunkte. Ausdauer 109. Blockregeneration 55. Maximales Gewicht. Physischer ANG, physischer Pferd. Okay, was auch immer das bedeutet. Schneller, wendiger Kampfstil, der auf Schwachstellen des Gegners abzielt. Hat natürlich sehr viel Ausdauer, aber weniger Lebenspunkte. Harter Kampfstil, der Feinde mit großer Körperkraft niederstreckt. Stärke ist hier halt sehr gering. Technik. Ich glaube, wir bleiben bei Geschicklichkeit. Ja, möchten wir. Okay, wir müssen irgendwo hin. Ah.
Ah, das waren also die drei Waffen, die wir hier auswählen konnten. Okay. Fixieren. Zusatztasche ist E. Ah, das ist die hier. Okay. Waffe wechseln ist Tab. Wir haben aber nur die eine. Legionswaffe wechseln. Wechseln zum Gehen. Blocken ist Shift. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt, auf was wir uns hier eingelassen haben. Es war tatsächlich ein Zug. Oh, und hier hat irgendjemand was veranstaltet. Fixierung. An, aus. Ach, das ist wohl ein Gegner. Das heißt, hier haben wir gleich schon mal unseren ersten Kampf. Aua. Wo schlägst du denn hin? So. Jetzt. Okay. Haben aber nichts, was wir mitnehmen können, so wie das ausschaut. Willkommen am Bahnhof. Sägezahnrad. Ganz schön große Locken, ne? Aber wir sind hier, um ins Hotel zu gehen. Das sind alles Dinge, die wir mitnehmen können. Pulszelle. Verwende eine Pulszelle, um Lebenspunkte wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Okay. Ah ja, jetzt habe ich Lebenspunkte wieder hergestellt. Da ist wieder so ein komischer Dude. Zwei, einer der ist dort, einer ist hier und da ist auch nochmal einer. Trübes Ergo-Fragment. So, den nehmen wir auch gleich nochmal mit. Wir sind ein bisschen beschmutzt, ne? Da höre ich irgendwas. Taste drücken. Kommen wir nicht so einfach hin. Hier ist abgeschlossen. Da ist aber auch irgendwas. Irgendeine Art Monster. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist.
Aber das werden wir bestimmt im Laufe der Zeit rausfinden. Ich guck mal oben hier, ob ich irgendwo den Strom abstellen kann. Blocken. Wehre gegnerische Angriffe durch Blocken ab. Ein erfolgreiches Blocken reduziert den erlittenen Schaden, kostet aber Ausdauer. Der reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Die Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du die Gegner angreifen, um Lebenspunkte wieder zu erlangen. Wenn ein kurzer Block gelingt, bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden. Nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst die perfekte Block verwenden, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn der Überwältigbar-Status zu versetzen. Okay. Blocken ging nochmal Control. Nee, Shift. Shift war Blocken. Da oben ist noch irgendein Dude. Oh, der schießt. Schießen ist aber gemein. So. Ich da oben auch irgendwie weiter? Komm mal gucken. Frage ist immer, wo müssen wir lang, ne? Da können wir, glaube ich, später weiter. Ich will erstmal hier unten dann gucken. Oh. Aua. Mach doch nicht sowas. Sägezahnrad. Thermit. Wie komme ich denn an den anderen Dude hier dran? Ich muss doch irgendwie durch diese komische Tür. Oh, da komme ich raus. Okay, nee, da will ich aber noch nicht raus. Da komme ich nicht durch. Gehen wir mal da oben lang. Mal gucken, wo wir da. Vielleicht kommen wir von hinten herum irgendwie dran. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da ist irgend so ein Dude. Ah ja, so sieht gut aus. Das sieht gut aus, dass wir von hier aus dahin kommen. Oh, hi. Notiz eines Passagiers. Wenn jemand eine Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. So, wenn jemand diese Notiz findet. Da unten waren wir. Space WASD ist Sprinten.
Aua. Also manchmal hat er nicht die richtige Richtung drauf. Das ist ein bisschen... Pulszelle entladen. Greife Feinde mit einer Waffe, um die Pulszelle aufzuladen. Das machen wir. Aber hier ist noch irgendwas. Trübes Ergo-Fragment. Okay, was auch immer wir mit diesen Fragmenten machen können. So, überall in Krat gibt es Türen und Leitern, die die Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzung zu schaffen. Okay. Oh, wir haben keine Lebenspunkte mehr. Ups. Wenn ein kurzer Block vor dem Treffer gelingt, wird ein perfekter Block ausgelöst. Ach so. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Aber jetzt wissen wir zumindest mal, wo wir lang müssen. So. Ach, da ist ja noch was. Fabelkatalysator. Okay. Offenbar gibt es also so immer diverse Punkte, wo man... ja, weiterkommt dann. Oder halt auch wieder spawnt. Das haben wir schon. Okay. Den machen wir auch noch platt. So. Jetzt wissen wir zumindest mal, wo wir lang müssen. Hier oben der Dude, der schießt. Und das geht ja mal so gar nicht. So, hier konnten wir noch lang. Hier war irgendein Fragment, glaube ich, ne? Ne, das ist schon weg. Okay, die behalten wir offenbar. Tödlicher Angriff von hinten. Hinter einen Feind und dann die Maustaste. Okay. Jetzt kommen wir besser durch, ne? Wenn man es mal so ein bisschen rausgefunden hat. Ah, okay. Das war der tödliche Angriff.
So. Also lernen wir beim zweiten Durchgang doch auch nochmal einiges. Nächster Versuch. Diesmal haben wir noch volle Lebenspunkte und volle Zelle. Sehr gut. Für einen Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den LP-Balken des Feindes. Wenn dies geschieht, kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder einem Fabelkünsten... Oh, wir sind wieder gestorben. Ups. Ups. Na gut, nochmal. Weil es so schön war. So, jetzt können wir aber einfach mal durchrauschen. Hier gibt es nichts mehr zum Abstauben. Absolut nichts mehr. So. Fort mit euch. Also der eine Gegner ist doch extrem stark. Da muss ich echt aufpassen mit meinen Lebenspunkten. Aua. Kämpfe in die richtige Richtung, Junge. Bitte in die richtige Richtung kämpfen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Musste ich daran, um von hinten anzugreifen. So, unsere Lebenszelle laden wir aber damit wohl wieder auf mit den Kämpfen. So. Ah, da müsste dieses Menü erscheinen, dass das funktioniert. So, jetzt werden wir doch hoffentlich auch endlich diesen blöden Gegner da besiegen. Hoffen wir es doch mal sehr. Ich muss jetzt halt meine Lebensenergie im Auge behalten. So. Du kämpfst in die falsche Richtung, Jungchen. Wow. Der macht mich einfach platt. Okay. Der macht mich einfach platt. Das ist jetzt aber arg uncool. Muss ich nachher mal gucken, ob ich irgendwie speichern kann vorher. Ich will doch nicht jedes Mal hier die gleiche Strecke wieder ablaufen müssen.
Wir werden es dann aus diesem blöden Bahnhof hier raus schaffen. Die Frage ist, müssen wir da überhaupt runter? Aber einerseits will ich es ja auch gerne schaffen, ne? Der kämpft schon wieder in die falsche Richtung. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Dann hat er nicht wirklich das Ziel vor Augen. Hier auch wieder. Und das ist nicht so ganz das, was wir brauchen. Der Move ist auch cool. Das kann ich nur bei dem Gegner da unten leider nicht machen. Aber bei dem hier. So, kann ich jetzt speichern? Das wäre jetzt noch die große Frage. Ausrüstung, Tasche, Charakterinfo, Einstellungen. Nö. Kein Speichern möglich. Schade. Okay, ich hatte gehofft. Fabelkünste. Benutze Klingen Fabelkünste. Während des Blockens verwende Griff Fabelkunst. Oh. Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigenen Fabelkünste haben. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots und eine verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Lade Fabelslots auf, indem du Feinde mit Waffen angreifst. Okay. Das nehmen wir auch. Das gerade mal noch mit. Fabelkatalysator. Ich muss also F drücken. Oder Shift und F. Muss ich den überhaupt besiegen? Oh. Okay, da kann ich also nicht. Nein, du kämpfst dir da in die falsche Richtung, Jungchen. Lauf! Falsche Richtung ist immer uncool. Lauf! Danke.
So, hier haben wir zumindest wieder ein bisschen Platz. Na, hier kommt er nicht hinterher. Ich nehme an, dass ich den jetzt nicht einfach von hinten angreifen kann. Der ist Wahnsinn. Okay, wir versuchen es halt ohne, dass wir den platt machen. Machen wir einfach mal die Biege und gucken, ob wir hier rauskommen. Oder ob ich den besiegen muss, werden wir jetzt sehen. Mist. Ich krieg den nicht besiegt. Ich krieg diesen blöden Dude nicht besiegt. Das ist mein Problem. Der haut mich einfach platt. Zack, und weg bin ich. Okay, ob wir es schaffen oder nicht schaffen, meine Lieben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.